Und was sehen wir da? Hier geht es rein, wollte ich sagen. Es geht weiter mit Mario 3D World. Auf der Nintendo Switch und mit Welt Bowser. Und habe ich eigentlich diese Stempel im letzten Part nicht schon abgeholt? Wieso wurde das nicht gespeichert? Spiel. Ich will dafür eine Erklärung haben. Ist aber auch mir egal, ehrlich gesagt. Hauptsache. Ich habe das bemerkt. So. Im letzten Part haben wir Bowser 4 als letztes abgeschlossen. Also kommt heute Bowser 5. Was erwartet uns hier? Windende Wassergänge. Toad, du hast das Vergnügen, das zu erkunden. Hier gibt's nichts, okay. Und wir kriegen wieder diese geile Kasselmusik. Und wie dumm war das von mir aus? So, Toadi, beeil dich. So, yes. So, nur Münzen, kein Power-Up. So, Stempel. Scheiße. What the hell, wieso sammelst du ihn nicht ein? So, jetzt schnell hier rüber. Item. Ich nehme mal kurz meinen Boomerang. Damit ich ein richtiges Item kriege. Yes. So. Und ich kann auch dann so hier rüber. So. Und hier kann ich auch so abkürzen. Ist überhaupt kein Sinn. Hat überhaupt keinen Sinn, mit diesen Wasserstrahlen oder Blöcken mitzukommen. Hier ist der erste Stern. Und wir kriegen noch eine Plessy-Passage. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Plessy-Passage sieht richtig geil aus. So. Bei Nacht. So, im Wasser. Das ist so ähnlich wie in dieser Wasserhöhle. In der wir... Ich weiß nicht, in welchem Part das auch gemacht haben. So. Münzen gibt es hier auch, aber ich glaube, man kann auch hier hoch. Ja. Und gibt es hier was? Nein. Das ist aber fies. Sie könnten denn auch hier ein paar Münzen verstecken, obwohl vielleicht haben sie es auf dieser Seite gemacht. Nein. Ach, billige Arbeit, Nintendo. Daumen nach unten. Aber auf keinen Fall auf dieses Video. Auf dieses Video sollen immer die Däumchen nach oben stehen und nicht nach unten. So. Die zweite Katzenglocke brauche ich nicht. Ich will meinen Boomerang behalten. So, rauf mit dir, Katzentoad. Oh shit. So, nein. Schneller. Oh Gott. So. Hier ist der letzte Grünstern. Und der hat mit Rennen zu tun. Yay! So, und yay! One up! Und ab nach unten. Und wir sind auch, glaube ich, direkt beim Ziel rausgekommen. Aber nicht sofort ins Ziel springen. Ja. Ein kleines, aber feines Secret. So, und jetzt kann man eigentlich so es von hier aus machen. Und ja, das war's halt. Ich hoffe nur eins nicht. Nee, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, oder doch? Keine Ahnung, und wir kriegen dieses Ding-Stempel. Keine Ahnung, was das ist. Toadhouse. Und jetzt kommt wahrscheinlich eines der letzten Geisterhäuser.
Bowser 6. Ein Licht im Dunkeln. Let's go. Und wir kriegen dazu passend Luigi. So, hier hinten gibt es nichts. Nein. So, und diese Lampen sind auch in diesem Spiel neu. Und man kann damit sogar Gegner umbringen. So, solche wie Boohoos. Aber man darf sie halt nicht verlieren. Ah! Nein, verdammte Scheiße! Stirb! Verdammte Scheiße! Was für ein Glück, dass wir Luigi gekriegt haben. Jetzt mal ohne Scherz. Hätten wir ihn nicht gekriegt, hätten wir diesen Stempel nicht gekriegt. So. Und ich bin hier... Ich habe hier viele Geister am Stecken, doch wir gleiten nach unten. Und was sehen wir da? Hier geht es... Hier geht es rein, wollte ich sagen. Aber dafür kriegen wir eine neue Mütze. So, aber den Boomerang kann ich trotzdem nicht schmeißen. Wegen der Mütze. Obwohl man den Stern auch von hier aus sehen kann, wenn man die Kamera so hinrichtet. Und was mich eigentlich interessiert, werde ich es mit einem Sprung schaffen? Von hier aus darüber? Ja. Was ich eigentlich unlogisch finde... Ah ne, alles ist logisch. Alles ist logisch. Ich nehme meine Worte zurück. Wieso ist das Spiegel in solchen komischen Streifen? Keine Ahnung. So. Hier ist ein Knochen trocken, ein Powerblock und ein Red Coin Ring. So, Boomerang kann mir hier zu Hilfe kommen. Für einen Tanuki. Und für das hier. Und ich gleite mal auch sofort darüber. So, hier gibt... Da gab es was, aber es sah nicht nach einem Stern aus. Nur ein Block. Okay, hier kriegen wir eine neue... einen neuen Ding. Wie heißt das? Also, ihr habt verstanden, was ich meine. So, Bowser startet ihn überall. Ist mir egal. Ich muss Geister killen. Wie Luigi es beruflich macht. Obwohl er ein Klempner ist. So. Okay. Der zweite Stern. Und ich glaube... Ich weiß, wo der Ausgang ist. Obwohl man ein bisschen cheaten kann. Und ich werde auch jetzt cheaten. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Yep. Und hier ist leider eine kaputte Plattform. So, und viele Geister, die sterben werden. Und wollen. Obwohl, mit wollen ist es übertrieben, aber sie werden es. Denn mit Luigi, dem weltbesten und anerkannten Geisterjäger, gesponsert von, wie heißt diese Firma noch? Egit GmbH, sag ich mal so. Ist er unbesiegbar. So. Ah, aber die Knochen trocken. Die Knochen trocken. Die sind fies. So. So machen wir das. Und dann gleiten wir hier rüber. Killen dich. Sammeln den letzten Stern ein. Und gehen hoffentlich ins Ziel. Yep, so ist es. Und da sind wir im Ziel. Yay. Was kriegen wir denn für einen Stempel hier? Ein kleiner Luigi-Stempel. La 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 la. Die Musik ist geil.
Geilo. Aha. Seht ihr irgendwo einen Pixel Luigi? Ich nicht. Pixel Luigi, wo bist du? Da ist er. Da sehe ich ihn. Ich werde ihn euch einblenden. So, daran zoomen jetzt sozusagen. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Rätselhaus. Welt, Bowser, Castle, Krallen, raus im Rätselhaus. Ich habe einen Tanuki, also bin ich ein Waschbär. Passt das auch? Oder brauche ich unbedingt die Krallen? Ich glaube, ich brauche unbedingt die Krallen. Also, Beeilung. Was gibt es hier eigentlich oben? Dieser Blumenkreis ist doch nicht umsonst. Nein. Leider kein Krog, aber ein paar Münzen. Obwohl das kein Blumenkreis für Krogs ist. Ja, so. Das hier ist auch ganz easy. Juhu. Und hier ist die Box. Yes. Und das auch. Yay. Oder wie Peach gesagt hat, nice. So. Easy cheesy. Und da ist die Box. Und hier müssen wir jetzt wahrscheinlich ganz nach oben. Yep. Und dann... Leider keinen Blumenkreis mehr. Schade, Marmelade. Ach, das ist auch einfach. Obwohl ich es fast versaut hätte. So. Aber alles ist noch gut gelaufen. So. Und so. Und so. Und, ach, das ist auch easy cheesy. So. Ich nehme mir sogar Zeit, die Münzen einzusammeln, die verschwunden sind, okay? Und wieso geht es hier so weit nach hinten? Keine Ahnung. Okay. Die letzten zwei Sterne dürfen wir nicht versauen. So, Peach. So, Powerblock. Und rein in meine Tasche. Und hier müssen wir jetzt wahrscheinlich ganz oben. Ja, aber diese Dinger fallen ab. Und da Peach gleiten kann, ist es ziemlich schwer. Nein! Zum Glück hat das noch gezählt. Meine Fresse. Puh. Aber es hat noch gezählt. Aber ich glaube, da blieben Millisekunden bis zu der Niederlage. Also da haben wir nochmal... Ah, ich will nicht online spielen. Da hatten wir nochmal Glück gehabt. So, was gibt's eigentlich hier? Nichts. Münzen, okay. Okay, okay. Okay, gehen wir dann in Bowser 7. Wumpel Inferno. Ja, Bowser 7. Dieses Level ist eines der schwierigsten von allen. Denn ihr seht es schon. Wenn man eine Stampfattacke auf diesen Infernos macht, dann sind sie sauer und sind noch schneller. Jetzt ist er traurig. Jetzt wird er sauer sein und ich bin ein Vollidiot. Und da ich ein bisschen die Herausforderung suche, werde ich die harte Methode anwenden. So.
Und mit den Mäusen. Die Mäuse, diese eigentlich hier, die sind nicht böse. Die helfen einem und ich töte sie dafür. Ja, so funktioniert die Politik von dem Pilzkönigreich. So. Und dieses Level, kann ich euch sagen, ist wirklich hart. So. Ah, scheiße. So. Gut drauf gekommen. Und jetzt springe ich hier rüber. Denn hier gibt es Münzen. Und ich glaube, ja, das war's. Hier gibt es halt Items. So. Dankeschön. Und hier gibt es Hammer Bros. Und die sterben. Und es gibt nichts mal dafür. Nichts mal. Es gibt nichts. Nicht mal was für sie. Da könnten sie ein One-Up. Da könnten sie ein One-Up verstecken. So, hier gibt es, glaube ich, auch nichts. Nope. Okay. Los geht's. Oh nein, an dieser Stelle erinnere ich mich. Das hier ein sehr fieser Stempel. So, und man muss hier noch im richtigen Zeitpunkt draufkommen und sich nicht von den Hammerbrüdern treffen. Oh nein, und diese Scheißkerle. Die kommen auch ins Spiel. Scheiße. Puh. So. Ah. Wie habe ich das überlebt? Fragt mich bitte nicht. Oh nein. Ich darf nicht zu früh raufgehen. Ich darf nicht zu früh raufgehen. So. Das hier ist die schwierigste Stage von allen. Aber ich empfehle euch, mit der Geschwindigkeit mit den Mäusen zusammenhalten. Dieser Grünstern ist hier einfach nur asozial. Wenn man es nicht kann. So, und mit der Geschwindigkeit sollte man mit diesen Mäusern zusammenhalten. So. Und jetzt hier, ganz fies. So. Ah, yes. Yay. Kriegen wir vielleicht so auch so einen Wumpelstempel? Weil ich glaube, diese Dinger heißen Wumpel. Nein, wir kriegen einen... Ja, wie heißt dieser? Mausstempel. Und eigentlich das Wort Wumpel, das erinnert mich ein bisschen an das Wort Wump. Also ihr kennt Wumps. Ja, die Wumps hatten, glaube ich, ihren ersten Auftritt in Mario 64 mit Wumps Wuchtwall. So, hier gibt es, glaube ich, noch ein Secret. Ja, ein Toadhaus. Welches mir natürlich viel Glück gebracht hat. Ja. Okay, aber ich erinnere mich hier noch an ein Secret mit einem One-Up. Aha. 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 Da haben wir es. Ein One-Up-Secret. Welches ich gesucht habe. Oh yeah. Und jetzt treten wir wahrscheinlich gegen die Assis aus Bowser's Ding an. Welt Bowser A. Boss Blubarius Zugabe. Luigi, du hast die Ehre. So. So, wir haben ja diesen Assi schon einmal besiegt und wir werden es jetzt auch ein zweites Mal tun. Doch er ist ein bisschen stärker jetzt, aber nur ein klitzekleines bisschen und er ist aus Gold.
So, okay. Und er hinterlässt auch solche Druckwellen. Das interessiert uns aber nicht. Denn wir sind daran nicht interessiert. So. Wir sind nur an ihm selbst interessiert. So. Ah, ich verliere immer meine Kopien. Obwohl das sehr schlecht ist. So. Du kannst mir nichts anhaben. So. Und ich habe zweimal noch kassiert. What the hell? Ja. So, rein da. Da. So, und dann muss ich irgendwie die eine Kopie dazu bringen, dass sie auf die goldene Fahne kommt, und das hat wunderbar geklappt. Und der zweite Zirkusboss wird wahrscheinlich die Schlange sein, diese von Zischel. Sie wird also zischeln. Okay. Ich bin bereit. Von Zischel schlägt zurück. Doch es gibt, glaube ich, jetzt einen kleinen Unterschied. Kein Spoiler. Aha, oha, oha, oha. Aha, oha. Aha, oha. Ich bin so gestaunt. So. Es gibt, glaube ich, jetzt einen klitzekleinen Unterschied. Stimmt's? Ja. Diesmal ist es eine... Nicht dieser blaue Zischel, sondern ein anderer Zischel. So. Und ich habe es leider mit der Katzenglocke nicht so gut geschafft. Deshalb brauche ich eine neue Katzenglocke. Ah! Also machen wir es entspannt so. Es geht aber, glaube ich, auch irgendwie so. Aha! Hat doch geklappt. La 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 la. Boah, ich bin in ihr drin. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. So. Und das war's auch mit diesem Zischel von Zischel. Sie müssen mal zu einem Arzt, denn sie alle haben Kopfprobleme. Yay. Did it. Da. Ja, und das war das letzte Level von Welt Bowser. Das bedeutet, ich bedanke mich für das Anschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo. Und im nächsten Part geht es mit dem Finale so richtig los. Also, Like da lassen, Abo da lassen, Like da lassen, nicht verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.